So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 2008. Ihr seht schon unsere Montreal Canadiens wieder mal im Bell Center. Heute gegen die Florida Panthers nach unserem letzten erfolgreichen Spiel gegen die Carolina Hurricanes hier zu Hause, bei dem wir 3:1 gewinnen konnten. Fordern wir also heute die Panthers zu einem heißen Tanz. Wird keine einfache Aufgabe werden. Die Panthers mit ihrem Kapitän Olli Jokinen und wir mit unserem Keeper Dan Cloche. Hochmotiviert, genauso wie der Gegner des Keepers Thomas Wokun im Kasten der Panthers. Wir sind gespannt, was uns für eine Partie erwartet. Ja, wir können bisher noch einen sehr erfolgreichen Saisonstart zurücklegen. 4 Spiele, 3 Siege, eine Overtime-Pleite, immer gepunktet, sieht natürlich gut aus. Nun müssen wir das Beste draus machen und los geht's. Gleich mit dem ersten Angriff, aber Panthers-Keeper Wokun ist zur Stelle. Und die Panthers kommen zum ersten Mal. Zetnik mit dem Angriff. Das ist ja unser zweites Heimspiel dieser Saison, demzufolge. Wir wollen natürlich unsere Fans hier zu Hause nicht enttäuschen. Ein Sieg, der soll auf jeden Fall drin sein gegen die Panthers. Aber das ist ein unangenehmer Gegner, denke ich. Da werden wir es schwer haben, uns hier durchzusetzen. Die Panthers sind sicherlich auch mit hohen Ambitionen. Das muss man überraschen. So, da kommt Zetnik. Erster Angriff der Panthers. Oder auf die Kost. Korbe. Higgins. Läuft ins Abseits. Und damit die Partie unterbrochen. Besser. Geht an die Panthers. Horton. An der Scheibe den Versuch, Michel zur Stelle. Perry Zogen. Lässt alle Gegner stehen. Legt rüber. Selbe Leinen. Aber der scheitert an Wokun. Der Keeper zur Stelle. Und sie den Bild. Der legendäre Trainer und General Manager der Montreal Canadiens. Peter Lustig. Sein Einstand in die neue Saison auf jeden Fall gelungen. Wie gesagt, 3 Siege in 4 Spielen, eine Overtime-Pleite, bis in jedem Spiel einen Punkt geholt. Das kann sich sehen lassen als Neuansteiger. So, Boof für die Gäste. Boof mit dem Angriff. Boof mit der Chance. Moschee zur Stelle. Beginn. Ja, da rangeln wir uns selber ins Abseits rein. Das ist natürlich auch ärgerlich. Aber da müssen unsere Mitspieler auch mal Platz machen. Wenn wir da so viel Platz haben. Weiß. Abgefangen. Million. Selbe Leinen. Wurde aufgepasst. Horten. Horten. Gefährlich. Und Cloche zur Stelle. Und wir machen das Spiel direkt wieder schnell. Selbe Leinen. Selbe Leinen. Nick rüber. Gut gedacht. Wokun hat die Scheibe wieder. Ja, Glück gehabt, die Panthers. Keine schlechte Gelegenheit. Nächster Versuch. Wieder daneben. Surrey. In der Mitte steht der Einschuss bereit. Aber wieder können sich die Gäste aus Florida befreien. Weiß. Markov. Und Barrett Zogen. Genialer Pass. Barrett Zogen. Scheitert an Wokun. Das wäre natürlich ein schönes Tor geworden. War super gespielt. Aber solche Dinger müssen dann eben rein. Wir haben gerade die Cracks auf der Bank gesehen. Auch die natürlich motiviert, das Ding hier zu gewinnen. Sieht er bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Gabriel. Der soll heute endlich sein erstes Saisontor schießen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt aber erstmal Jokinen, der Superstar auf Seiten der Panthers. Und Cloche hält. Und der Pass nach vorne. Und es gibt ein Face-Off. So, dann haben wir die Panthers-Bank. Auch die wollen hier natürlich was mitnehmen. Denke ich, deren Anspruch wird hochgeschraubt. Wir gehen. Bambelow. Auch wieder abseits. Das ist die Situation, da können wir jedes Mal drüber aufheben. Wenn man die Situation, die Angriffssituation so billig verschenkt. Standalow. Polymor. Polymor mit dem Versuch. Wokun wieder. Und die Panthers befreien sich. Und es gibt kein Icing. War zuerst ein Skater, der Panthers dann war. Aber jetzt wir machen es nicht besser. Aber es gibt kein Icing. Gott sei Dank. Wir gehen mit dem Versuch. Standalow. Aufgepasst. Abseits. Nächster Bulli an der Blue Line. Mit dem Drittel der Panthers. Zetnik. An der Scheibe. Zetnik. An allen vorbei. Aber letztendlich zieht er zu weit nach außen seine Chance. Und vergibt damit möglicherweise eine richtig gute Gelegenheit. Und wir kommen davor so richtig nicht durch. Also man muss das den Panthers schon mal lassen. Die machen ja ein sehr gutes Defensivspiel. Nehmen uns immer wieder die guten Gelegenheiten weg. So. Und selber sind sie ja nicht ungefährlich. Zetnik. Und wir haben ja auch ein paar Leute, die richtig gefährlich werden können. Horten, Jokinen, Zetnik. Alles gute Spieler. Und da haben wir einen. Diesen Jokinen.
Und der geht durch. Und drüber auf Zetnik, zum Glück. Aber Aktion bleibt gefährlich. Boucher muss keinen Mist machen jetzt. Gabriel. Kolbo. Sakko Kolbo. Wokun. Heinz entwickelt sich hier doch eine sehr unterhaltsame Partie. Aber wieder die Panthers, die sich befreien können. Jokinen. Jokinen. Einfach an Bouillon vorbei. Oh Mann. Gefällt mir noch nicht so richtig, was wir da hinten drin anstellen. Bouillon jetzt einfach mal mit dem Befreiungsschlag. Fast schon ein bisschen verzweifelnd. Und wir verhindern das Icing. Ein Glück. So. Und dieser Schuss ans Aluminium. Verdammt. Pfosten. Zum Ende des ersten Drittels meine ich natürlich noch eine Riesenchance für uns. Aluminium, ich weiß gar nicht, von wem der Schuss kam, aber er war auf jeden Fall gefährlich. So, also, das erste Drittel ist zu Ende. Nach 20 Minuten noch keine Tore gefallen hier in unserem heimlichen Base Center gegen die Panthers. Eine erwartet schwierige Partie. Florida weist sich als unangenehmer Gegner. Und ja, wir müssen natürlich schauen, dass wir in den verbleibenden 2 Dritteln das Beste rausmachen. Wir sehen sehr ausgewogene Statistik nach Schüssen. 8:8. Körperspiel betont dann mal wieder klar. Also, ich würde mich auch wundern, wenn es nicht so wäre. Face-offs 4:4. Also alles sehr eng beieinander. Also Florida gefährlich. Hinten stehen sie gut. Also man darf auf jeden Fall sagen, dieser Gegner macht uns das Leben richtig schwer. So, Kommissar. Mit dem Puckverlust. Das ist natürlich kein guter Start ins zweite Drittel. Stumpel. Lokinin, aber sie kommen nicht durch, die Panthers. Und Gabriel. Nimmt erstmal Fahrt auf. Gabriel, schöner Versuch, aber wieder Lokinin zur Stelle. Irgendwas für ihn, ein Kinderspiel ihn zu halten. Wir verlieren den Face-Off. Aber Bouillon holt ihn sich. Barrett Zone in und er kann auch mal rein. Das war schön gespielt. Bouillon holt sich zunächst die Scheibe und dann auch mit schöner Übersicht gemacht das Ganze. Während wir hier Sheldon Surrey im Bild haben, aber letztendlich der Abschluss nicht gut genug, um Wokun zu schlagen. Und hier. Ja, Barrett Zone in erneut. Aber da lässt der Abschluss auch einiges zu wünschen übrig. Polymor passt auf. Wendelow. Parrot Solon wieder. Der ist überall zu finden. Macht ein gutes Spiel. Oh, gute Dinger. So, und trotzdem holen wir uns trotz des erfolgreichen Checks hier nicht die Scheibe. Polymor kommt wieder alles um. Der Hühne. So. Und dann der Schuss. Kluché. Weit vorm eigenen Kasten aufgepasst. Parrot Solon. Und Wokun geht auch Nummer sicher und hat die Scheibe. Nächster Fässer. Kann sich voll beholen. Ja, gut gemacht. Kommissarik. Schuss geblockt. Versuch 2 ebenfalls. Und jetzt aufgepasst. Platz für die Panthers. Und da müssen wir hin. Da müssen wir stören. Tun wir nicht. Stumpel. Kommissarik. Jokinen. Aktion bleibt gefährlich. Stumpel. Und Klischee. Kämmerlich. Kolbe. Kolbo! Und wieder Wokun. Gabriel. Und dann Higgins, Chris Higgins mit der Riesenchance aus dem Nichts. Für seinen erfolgreichen Check von Gabriel. Und auf einmal war die Scheibe vor Higgins und da ist Gabriel. Und Higgins. Und das Ding ist drüber. Auch nicht schlecht. So, wieder Face-Off im Drittel der Panthers. Nee, in der Blue Line meine ich. Aber trotzdem in aussichtsreicher Position. Bouillon. Jetzt gibt es aber ein Face-Off im Drittel der Panthers. Die sich hier taktisch besprechen, der Coach mit dem Assistenten. Um zu beraten, wie es hier weitergehen soll. Wir sehen, eigentlich haben wir die Panthers gut im Griff in diesem zweiten Drittel. Machen eigentlich das Spiel. Aber nutzen es nicht so. Und jetzt gibt es ein Penalty gegen die Panthers. Und zwar gegen Steve Montana. Wir Force-Checking. 2 Minuten. Ja, und das ist eine richtige Entscheidung. So, zuletzt gegen Carolina. Hat es ja endlich mal geklappt mit dem Powerplay-Tor. Frage ist, klappt das heute auch? Kolbo. Unfassbar. Aber Wokun hat ihn. Selbst aus kürzester Distanz. Da können wir noch so viel Platz haben. Trotzdem geht das Ding nicht rein. Kommissare. So, Wokun wieder zur Stelle. So, und die Panthers kommen. Wieder aufgepasst. Verdammt los. Nur Tornfest. Verschafft sich Platz. Schussversuch. Und jetzt Molinski.
zurückkomme. Zarek! Auch ein Hügel, aber wieder Moku. Der heute ganz, ganz schwer zu überwinden ist. Einen guten Tag erwischt, wie eigentlich fast jeder Keeper bisher in den Spielen ist. So. Mouché, gut gemacht. Denkt mit, unser Keeper. Und dann noch ein super Pass auf Gabriel. Und der könnte ihn jetzt nutzen. Legt auf Ryder. Schade. War sauber gespielt. Vom Goalie hinten aus auf Gabriel und der mit einem schönen Pass auf Ryder, aber der scheitert an Moku. 41 Sekunden noch im Powerplay. Wir sind gefährlich. Wir haben das zweite Drittel eigentlich komplett im Griff und dann ist er endlich drin. 1:0. Saku Koivu. Powerplay-Tor. Unser Kapitän trifft höchstpersönlich. Sehr schön. Und da sind wir Rangel raus. Moku und kann er letztendlich nichts mehr machen. Koivu kommt zum Nachschuss. Irgendwie knüppelig nochmal an die Scheibe und dann haut er sie rein. 1:0 für unsere Canadiens hier im Magischen Bell Center. Die Arena tobt natürlich. 1:0 gegen die Panthers. Die Führung verdient. Fast schon überfällig, möchte ich sagen, nach dem bisherigen Verlauf. Vor allem im zweiten Drittel sind wir hier krass überlegen natürlich. Aber da kommt Weiß. Und Platz für die Panthers. Kluschel. Pass auf. Und dann Gaudi zur Stelle. Das wäre jetzt natürlich die passende Antwort der Panthers auf unsere Führung gewesen. Gabrick. Jetzt müssen wir natürlich versuchen nachzulegen. Oh, da, gut gespielt. Aber schon wieder so ein Fehler. Horten. Horten. Kluschel. Hat ihn. Und es bleibt beim 1:0. Koivu. Die Panthers sind jetzt wütend. Und die wollen jetzt ja auch den Ausgleich. Die Führung für uns verdient, wie ich finde. Und damit sind wir im fünften Saisonspiel auch schon zum fünften Mal mit 1:0 in Führung gegangen. Das ist natürlich eine tolle Statistik. Scheint also immer ein gutes Omen zu sein, wenn wir in Führung gehen. Vielleicht ja auch heute. Doof. Mal abgesehen natürlich vom Spiel gegen Toronto, was wir dann in der Overtime verloren haben. Aber trotzdem darf man ja einen Punkt immer als Erfolg werten. So, Parrot Zomin. Und da kriegt die Scheibe und Platz für die Panthers. Aber die laufen mit Abseits zum Glück. Und damit eine gute Chance abgewendet. Dann genau. Beginn. Kastatelis. Jetzt gilt es ja natürlich auch mal eins nachzulegen. Mal das zweite zu machen, um auch für Sicherheit zu sorgen. Und wer ist da? Beginn jetzt bitte. Da kommen wir kaum durch gegen die Abwehr. Wir sind da alle auf einem Fleck. So, dann ist das zweite Drittel rum. So, und nach zwei Dritteln führen wir also mit 1:0 gegen die Florida Panthers. Ein Ergebnis, was in Ordnung geht, ist meine Überzeugung zumindest, weil ich denke, dass wir diese Partie hier wirklich ganz gut im Griff haben, den Gegner das Leben schwer machen. Und ich glaube, wenn wir das Ganze im dritten Drittel so fortsetzen, ist ein Erfolg hier auf jeden Fall möglich. Also mal schauen, was im dritten Drittel noch passiert. Wir schauen mal auf die Statistiken. Mittlerweile 25:13 Schüsse für uns. Eine klare Statistik. Also im Moment sind wir offensiv auf jeden Fall deutlich besser als die Panthers, wenn man das erste Drittel betrachtet. Da war es sehr ausgeglichen. Aber mittlerweile die Statistik recht einseitig für uns. Also das sollte auch zeigen, wir haben die Partie eigentlich gut im Griff. Aber es gibt ja noch ein Drittel. Und da kann sich viel ändern. Also lassen wir uns mal überraschen. Los geht's. Das Stumpel für die Panthers. Rokenen, Zetnik. Zetnik umkurft alle. Zetnik. Und Klischee. Aktion geklärt. Hämmerlich. Hämmerlich, der Verteidiger. Der da alle stehen lässt. Schöner Schuss. Aber knapp daneben. Allen. Für die Panthers. Zetnik. Erster Versuch geblockt. Zetnik im zweiten. Ganz, ganz knapp an unserem Kasten vorbei. Und jetzt sind die Panthers auf einmal dran. Am Zuge hier. Jokinen aus dem Weg geräumt zum Glück. Und Higgins. Macht die Bahn frei. Higgins. Wokum zur Stelle. Face-off im Drittel der Panthers. So. Horten holt sich den Face-off. Dann hat uns der Puckverlust, aber wir können es nicht nutzen, weil wir es erst zu spät realisieren. Bouillon. Harry Zogen. Harry Zogen. Selbe Leinen. Auch nicht übel. Und jetzt wieder mal die Gäste. Weiß. Auch nicht übel. Aber wieder Klischee zur Stelle. Suray. 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 Mit dem Versuch. Und wir bleiben im Angriff. Sammelainen. Und dann stehen wir uns wieder gegenseitig im Weg. Bitter, bitter. Weiß. Weiß.
gerade noch so mein Abschluss gehindert. Schön, richtig, Carrie Zogen. Mit einem Dieb nach dem anderen, aber auch hier kein Erfolg. So, wieder die Panthers. Jetzt geht's ja aber hin und her von einer Offensivsituation in die nächste. Beide Teams haben jetzt aber ihre Chancen. Surrey wieder. Surrey. Geblockt. Und wieder die Panthers. Boof. Deren Angriffsspiel gut funktioniert, bis auf den Abschluss. Aber da sind wir nicht besser unbedingt. Aber wir haben im Moment das eine Tor mehr. So, Boof, nächster Angriff. Der ist gefährlich, dieser Boof. Den kriegen wir auch kaum in den Griff. Und dann ist es der Ausgleich. David Boof, 1-1. Die Panthers schlagen zurück und es ist zum Mäusemelken. Die Verteidigung wieder völlig blank, aber diesen Boof bekommen wir überhaupt nicht in den Griff. Der kann davon machen, was er will. Und jetzt trifft er auch noch. 1-1. 9 Minuten und 52 Sekunden noch auf der Uhr im dritten Drittel. Wir fangen uns den Ausgleich, der allerdings mittlerweile, denke ich, in Ordnung geht. Ich habe es ja am Anfang des Drittels gesagt. Nach diesem souveränen, nach diesem überragenden vierten Drittel, das kann sich manchmal so schnell ändern. Und genau so ist es. Mittlerweile sehr ausgeglichen. Die Panthers haben hier fast schon mehr Chancen als wir. Und der Ausgleich geht natürlich nach dem Spielanteil im dritten Drittel in Ordnung. Aber das ist natürlich sehr ärgerlich für uns. Einsatz. Da konnte Cloche letztendlich auch nichts mehr retten. Die Panthers also zurück im Spiel. 1-1. Jetzt sind wir wieder gefordert. Und vielleicht gehen wir ja erneut in Führung. Campbell, jetzt sind wir natürlich defensiv auch gefordert, aufzupassen. Denn ein zweiter Gegentreffer könnte uns hier ganz teuer zu stehen bekommen. Der Tarantula ist weg, ist der Punkt. Ollich mit Platz. Aber zum Glück macht er nicht viel draus. Kostapelis beginnt. Wieder weg. Holik. Was hat denn der da für einen Platz? Jungs. Macht keinen Mist. Da hinten drin. Wir gehen. Wo ist er? Nächster Angriff. Von den Panthers. Oioioi. Und Cloche aufgewagt. Kommt da raus. Und es geht fast schief. Und wieder. Die Panthers. Kolnik. Cloche zur Stelle. Und noch ein bisschen Entlastung. Wir kommen hinten kaum noch raus. Unfassbar. Die Panthers richtig gut im dritten Drittel. Pöltonen. Und da bekommt er die zweite Chance, Cloche. Zum Glück ist unser Goalie so ein sicherer Rückhalt. Unsere Abwehr funktioniert hier im Moment überhaupt nicht mehr. So, mal wieder so ein Entlastungsversuch. Higgins. Fährt Wukun an und der macht das Spiel schnell, der Sack. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es ein Face-Off geben wird. Jokinen. Gott. Zum Glück spielen die das manchmal so schlampig aus. Higgins. Nochmal mit Entlastung. Jokinen. Die letzte Minute läuft. Peltonen. Hämmerle kann ihn nicht stoppen. Und Jokinen. Sie bleiben im Besitz der Scheibe. Jokinen wieder. Es ist unfassbar. Wir kommen da hinten nicht mehr raus. Und jetzt gibt es auch noch ein Penalty gegen uns. Das passt dann. Roman Hämmerle. Für einen Ellbogenschlag. Vor Ellbogen. Ja. Klare Sache. Mehr als klar, so. Jetzt können wir die letzten Sekunden auch noch in Unterzahl verbringen. Das hilft uns auch nicht gerade viel. Oioioioi. Glück gehabt. So, beginnen jetzt einfach raus die Scheibe hier. Und wenigstens in die Overtime retten und dann versuchen, das Beste draus zu machen. Aber unsere Spieler müssen immer wieder einen klaren Kopf bekommen. Also, was wir hier spielen, geht überhaupt nicht im dritten Viertel. So, Cloche. Kommissarik raus, das Ding. 20 Sekunden noch knapp. Von Rin. Wieder geklärt. Kolbe. Aber zu kurz sind diese Dinger. Obbegehen, er hat keinen Sprint mehr. Das passt dann auch. Und Cloche. Kommissarik. Schlecht. Oh. Leute, ihr macht mich verrückt. Und Horten mit der fast letzten Chance. Aber es geht in die Overtime. 1-1 also nach drei Dritteln. Es gibt noch keinen Sieger. Und der wird jetzt in der Overtime ermittelt. Also, was für ein Spiel. Das erste Drittel war komplett ausgeglichen. Das wurde Drittel klar in unserem Zeichen. Das dritte Drittel wiederum im Zeichen der Panthers. Also alles dabei gehabt. Und ja, eine richtig interessante Partie. Aber das dritte Drittel war nichts für schwache Nerven. Haben uns wirklich ganz schön dämlich angestellt. Korrekterweise auch den Ausgleich gefangen. Wir sehen sie an den Statistiken hier. Ja. Die Panthers haben ordentlich aufgeholt. Den Ausgleich gemacht und jetzt geht es also in die Overtime und wir lassen uns überraschen. Nach wie vor mit einem Mann weniger. Hämmerle ja nach seinem Ellenbogenschlag. Sitzt weiterhin noch draußen und zwar 38 Sekunden. 4 gegen 3 Powerplayer nun in der Overtime. Beide Teams mit einem Feldspieler weniger. Wir ja gleich mit zwei, aber Hämmerle kehrt ja dann ins Spiel zurück. So, Horten. Und nun müssen wir aufpassen.
bot uns etwa die zweite Niederlage in diesem Saison. Auch wenn es eine Overtime-Platte wäre, aber trotz alledem, bitter wäre es auf jeden Fall. Weil wir das Spiel eben durch das richtig schwache dritte so einfach aus der Hand gegeben haben. Horten. Vielleicht geht es ja sogar ins Penalty schießen, ich weiß es nicht. Hämmerlich. Der Mann, der gerade aus der Strafbox entlassen wurde, von Wilm. Wo ist er? Wieder. Horten. Jokinen. Den können wir erstmal hinten raushalten. Gut gemacht zu Ray. Und das Spiel. Oresta. Und dann Entlastung der Panthers. Und ich sage, ich bin da. 50,5 Sekunden noch. In der Overtime, die schnell rumgeht hier. Jokinen. Und dann nochmal Van Ruin. Vielleicht mit dem letzten Angriff der Overtime. Und aber gut. Aber noch einmal die Jungs aus Florida. Zum Glück können sie es nicht nutzen. Und damit geht es tatsächlich ins Penalty-Schießen. Also zum ersten Mal in dieser Saison am fünften Spieltag. Oder besser gesagt in unserem fünften Spiel. Geht also ins Penalty-Schießen gegen die Florida Panthers. Wer hätte das gedacht? Können wir uns also überraschen lassen. Was wir draus machen. Gabriel macht den Anfang. Oh je, der Penalty-Schießen gegen Lokum. Der erste geht gleich schön schief. Oh, da muss ich mir erstmal reinflitzen. Jokinen gegen Boucher und der ist drin. Das passt natürlich. Panthers führen 1-0 im Penalty-Schießen durch Olli Jokinen. So, Kolmo, Junge, mach's besser. Als dein Vorgänger, Gabriel, macht er nicht. Kolmo, unser Kapitän, scheitert auch. Das bedeutet, mit dem letzten Versuch müssen wir definitiv treffen und wenn Horten ihn jetzt macht, hätten wir verloren. Macht er nicht. So, der letzte Versuch. Ryder. Ryder scheitert und damit gewinnen die Panthers bei uns im Penalty-Schießen. 2-1 der Endstand. Eine äußerst bittere Pleite. Aber zumindest haben wir wieder einen Punkt im fünften Spiel. Unsere zweite Saisonniederlage. Allerdings noch der Overtime. So, die drei Stars nehmen wir noch mit, bevor wir das hier beenden. Kolmo, der dritte Star mit einem Tor, mit unserem einzigen heute. Dann haben wir noch den Glouchet. Mit 23 Paraden immerhin, auch ganz stark. Und Wokun mit 30 Paraden, auch er ein sehr starkes Spiel gemacht natürlich. So, und damit ist der Kuchen gegessen. Die Panthers schlagen uns im heimischen Bell Center mit 2-1. Bitter diese Niederlage, aber letztendlich müssen wir uns den beugen. Die Panthers schlagen uns mit 2-1 nach Penalty schießen, aber zumindest einen Punkt nehmen wir mit aus dieser Partie. So, ja, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen von der Partie Florida Panthers gegen Montreal Canadiens. Endstand also 2-1 für Florida nach Penalty Season. So, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.